Tintidlo, did somebody break your heart? Ja, Freunde, herzlich willkommen, es ist 14 Uhr mittags und ich muss nicht auf die Lautstärke achten, weil meine Nachbarin noch auf der Arbeit ist. Höchstwahrscheinlich, hoffe ich. Vielleicht ist sie krankgeschrieben und liegt gerade da oben und denkt sich so, du kleiner, dreckiger Pisser. Warum auch immer. Nobody knows. Liebe Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt heute zu diesem besonderen Thema. Ihr habt vielleicht gemerkt, gestern ist doch das Video online gekommen, was eigentlich erst in 2 Wochen hätte online gehen sollen. Und zwar aus dem Grund, weil dieses Video hier darauf anschließt. Dieses Video folgt darauf an, denn jetzt hat es nochmal Beef gegeben. Also nicht direkt Beef, aber sowas in die Richtung, Leute. Also wenn ihr das hier gerade seht und ihr habt das Video von gestern noch nicht gesehen, wo Daniel mit seinem Kumpel Beef hatte aus einem bestimmten Grund, dann schaut das Video an. Wäre wichtig, denn das Video ist jetzt darauf folgend. Und zwar gibt es heute Beef zwischen Daniel und seiner Ex-Freundin Mitch Apfelmus. Man kann es nicht wirklich Beef nennen, Leute, aber ihr wisst schon, so ein bisschen so diese hin und her, ihr kennt's. Wir schauen einfach mal in die Story rein von ihr und dann sind wir vielleicht echt schon um einiges schlauer. Dafür muss ich erstmal den Kabelsalat hier richten. Fun Fact, ich habe gestern Abend gestreamt und zum Streamen benutze ich auch die Kamera und ich habe die Kamera über die ganze Nacht angelassen. Ja, Ehre. Oh nein. Schauen wir rein, liebe Freunde. Der Hase hoppelt in 3, 2, 1. Let's go. Hey Leute, in diesem Video werde ich mich zu einem Thema äußern, was mich schon seit Wochen beschäftigt. Und zwar geht es um meinen Ex-Freund Daniel. Seit Wochen. Um den ganzen Hate, der durch die Trennung entstanden ist. Und ich möchte mit diesem Video auch keine Aufmerksamkeit. Ich möchte mich lediglich zu diesem Thema äußern, weil es mich einfach nicht in Ruhe lässt. Ich will auch keinen Streit. Ich will einfach nur, dass es aufhört, dass er aufhört, mich ständig in irgendwelche Videos mit reinzubeziehen. Also ganz bevor man jetzt weiter guckt, stark. Stark, sich dahin zu setzen und zu sagen, ey, hier passiert gerade etwas, finde ich unfair, finde ich uncool, deshalb sage ich jetzt was dazu. Finde ich nice. Ich habe ihn schon oft darum gebeten, aufzuhören, auf jegliche Art und Weise. Aber das Schlimmste, was mich daran nervt, ist, dass er sich immer in die Opferrolle wirft und mich dadurch als schlechten Mensch dastehen lässt. Wisst ihr, was ich meine? Wieso wolltest du dann unbedingt ein Video machen, wo wir uns vor die Kamera stellen und im Guten auseinandergehen? Guck mal, im Video wünschst du mir alles Gute und dass ich ein toller Mensch sei. Es war falsch, dieses Video zu drehen. Ich hätte von Anfang an sagen sollen, dass ich mich getrennt habe. Ich weiß nicht, warum ich mich früher dazu überreden lassen habe. Ich check's. Du aber versuchst, dieses Thema mit aller Kraft am Leben zu halten. Nach unserer Trennung war ich live. Du schickst Geschenke rein, damit die Leute sehen, du bist im Livestream. Ich poste ein Video, du kommentierst was Trauriges drunter. Warum? Weil die Leute sehen, du hast was Trauriges kommentiert. Das ist diese Masche, Leute. Das machen ganz viele Influencer. Es klingt jetzt so komplett bescheuert, aber es ist mir schon bei mehreren Leuten aufgefallen, die sich getrennt haben, dass danach eine Seite von den beiden, das ist meistens die Seite, die irgendwie schuld an der Trennung ist oder die irgendwie Kacke gebaut hat. Und die Seite hat dann immer sich übertrieben in die Opferrolle gestellt und immer so Herzen drunter gepostet oder I miss you oder was weiß ich. Thema Leon Content und Ex-Freunde. Immer, Leute. Die haben immer kommentiert hier, da und alles nur für Aufmerksamkeit. Alles nur, damit man auf sie aufmerksam wird. Damit man sich so denkt, warum kommentiert der jetzt? Die sind doch nicht mehr zusammen. Hast du nicht nur auf meinem Kanal gemacht, sondern wenn ich auch auf anderen Kanälen zu sehen war. Und was machst du noch? Du postest Videos, in denen du mich indirekt erwähnst als deine Ex-Freundin oder sonstiges. Also für mich ist das nichts anderes wie eine Aufmerksamkeit zu suchen, aber die Zuschauer dabei im Dunkeln stehen zu lassen. Dein neues Video Freunde werden zu Feinden ist das beste Beispiel dafür. Das ist das, um was es gestern ging. Jetzt bin ich gespannt, was sie dazu sagt. Ja. Ich werde mal wieder mit reingezogen. Du erzählst davon, dass irgendjemand dich verraten hätte und wirfst dich wieder an die Opferrolle. Erklärst du den Leuten aber in irgendeiner Hinsicht, worum es geht? Nein. Bittest trotzdem um deren Verständnis? Wofür soll man bitte Verständnis haben? Und genau aus diesem Grund habe ich dich blockiert, weil du nur noch terrorisiert. Ja, man könnte das Ganze hier gerade eine Hops-Name nennen. Hier wird Hops genommen, Leute. Sie spricht leider wahre Worte, ne? Also, sie spricht Klartext. Mir hat Social Media immer Spaß gemacht, aber der ganze Hate, der durch die Trennung kam, hat mich schon echt mitgenommen.
Ich habe zu spüren bekommen, wie gemein manche Menschen sein können, musste es so hinnehmen und lernen, damit umzugehen. Dieses Video ist auch dafür da, um Mut zu fassen und nicht mehr so viel Angst zu haben, mich meinen Ängsten zu stellen und mir nicht mehr alles gefallen zu lassen. Es gibt Tage, an denen ich meine Accounts einfach löschen möchte, weil es mich verletzt, so gemeine Sachen über mich zu lesen, die nicht mal der Wahrheit entsprechen. Natürlich erreichen mich auch viele positive Nachrichten und dafür danke ich euch, aber trotzdem verletzt es einen sehr. In diesem Video möchte ich euch nahelegen, dass wir alle freundlicher miteinander umgehen müssen, gerade im Internet. Bevor wir irgendwas Gemeines schreiben, müssen wir uns erst in die Lage des anderen versetzen. Am besten gar nichts Gemeines schreiben, Leute, Mann. Wir sind alles Menschen. Und ja, ich habe viele Follower, aber ich bin genauso ein Mensch wie ihr alle anderen auch. Und auch ich bin nicht perfekt und auch mir tun Dinge weh. Ich wünsche mir einfach nur, ihn als guten Menschen dastehen lassen und mich automatisch ins Negative ziehen. Was ihr da draußen denkt, ist mir egal, das ist nicht meine Aufgabe. Mir war es einfach wichtig, meine Gefühle einfach mal äußern zu können. Und in Zukunft werde ich auf solche Sachen direkt eingehen und greifen. Mein Leben ist es mir nämlich zu schade, um es von irgendjemandem da draußen kaputt machen zu lassen. So Leute, das war's. Danke, dass ihr mir zugeschaut habt. Danke fürs Zuhören. Ich hab euch lieb und ich bin froh, dass ich es jetzt einfach mal losgeworden bin. Und ja, danke für euren Support. Sie spricht ja irgendwo wahre Worte, ne? Also, indem er auch mit der Aussage im Video gestern sagt, es hat auch was mit meiner Freundin zu tun und es geht darum, wie enttäuscht er von einem guten Kumpel ist und es hat was mit seiner Freundin zu tun, denkt man ja automatisch auch, dass der Kumpel was mit seiner Ex-Freundin hatte. Also mit Mitch. Apfelmus. Ne? So, und dementsprechend ist es auch irgendwo so ein bisschen unterschwellige, ja, Verleumdung, indem man sagt so, yo, also alle Leute denken dann, dass Mitch Apfelmus mit irgendjemand anderem in die Kiste gestiegen ist oder so. Und das ist natürlich auch uncool. Und die ganzen Sachen drumherum, die sie erzählt hat, sind auch uncool. Jetzt ist die Frage, was Daniel dazu sagt. Die allererste Frage, Leute, ist, wir sind ja wieder in einem ernsten Thema, ob er jetzt wieder so dramatisch ist wie gestern in dem Video. Freunde, die sich mal wirklich wahre Freunde nannten, werden zu Feinden. Freunde, die werden zu Feinden. Oder ob er jetzt auf ganz entspannt. Das ist das Erste, was mich interessiert. Aber wir gucken mal rein, liebe Freunde, ich bin gespannt. Also falls ihr jetzt denkt, ich werde mich zu den Themen äußern, die... Scheiß drauf. Okay, falls ihr jetzt denkt, ich werde mich zu dem Thema äußern, scheiß drauf. Hier müsste jetzt eigentlich die Story vorbei sein, wenn er sagt scheiß drauf, er äußert sich nicht dazu. Aber jetzt fängt die Story erst an, liebe Freunde. So dramatisch war es nicht, ne? Am Anfang nur so ein bisschen in die Kamera gucken, auf leise Meise. Viele Dinge, die sie in diesen Videos gesagt hat, da sind sehr viele Dinge, die sie gesagt hat, die richtig sind. Da gebe ich ihr zu 100% recht. Es sind nur ein, zwei Dinge, die im Video vielleicht etwas falsch sind. Aber alles Weitere, was sie gesagt hat, ist auf jeden Fall nicht verkehrt und nicht falsch gewesen und auf eine ordentliche Art und Weise gesagt worden. Und ja, aber ich werde keine Stellung dazu beziehen. Ich werde keine Stellung dazu beziehen. Sagte er, während er Stellung dazu bezieht. Bei manchen Leuten, da weiß ich nicht, ne, die tun gerade Dinge und sagen, das, was ich gerade tue, werde ich nicht machen. Würde ich niemals tun. Hallo? Hallo? Sinn? Wo bist du? Hallo? Ich bin sinnvoll. Ja, du bist nicht Sinn, du bist sinnlos, Ananas. Komm her und wir fechten das aus. Ganz ruhig, ey, ganz ruhig. Mach mal keinen Welle jetzt. Ich verstehe jetzt gerade gar nichts. Er sagt, also als allererstes fassen wir zusammen, er sagt, dass das meiste stimmt. Ein, zwei Sachen findet er, stimmen nicht. Heißt aber, relativ viel, was sie gesagt hat, ist wahr. Also höchstwahrscheinlich das mit dem Kommentieren für Aufmerksamkeit, mit den Chats, mit dem Spenden, damit man auf ihn aufmerksam wird und so weiter und so fort. Und das alleine ist schon so ein Move, machen tatsächlich ganz viele von diesen TikTok-Kids-Influencern. Ne? Wie gesagt, Leon Content, bestes Beispiel damals, mit Rick Fu, mit allen, mit denen der was da am Laufen hatte, Schildi hat, alle
Ne? Das ist genau der Punkt. Genau der Punkt. Aber es ist so selbstverständlich geworden. Es werden Beziehungen gefaked. Es werden Schwangerschaften gefaked. Es werden Tode vorgetäuscht. Gebt euch das mal. Das hatten wir alles schon in unseren Insta-News. Es ist nicht mehr normal, was diese Kinder sich alles einfallen lassen. Ihr wisst, wie ich meine, ne? Damit einfach so... Ja. Weil jetzt für mich fertig ist und ich meine Fehler dementsprechend, die ich gegenüber ihr gemacht habe, jetzt eingesehen habe und ich stehe dann auch dann zu diesen Fehlern, die ich auch gemacht habe. Hey, was war denn das jetzt am Ende? Abwarten und Chai trinken. Und dann dieser fiese, miese, böse Blick, der einem Angst machen soll, oder was? Liebe Freunde, er sieht die Fehler ein. Was ich persönlich finde, was schade ist, ist, dass er die Fehler erst jetzt einsieht. Erst jetzt, nachdem sie ein Video in ihre Story gepackt hat und auch auf TikTok hat sie das, glaube ich, gepostet, in dem sie Klartext spricht. Sie wird so lange gehatet. So lange nach der Beziehung wird sie gehatet und ihn hat es irgendwo eigentlich nicht gejuckt. Weil er hat die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen weitergemacht. Er hat sie nicht großartig verteidigt. Ne? Und jetzt, wo sie was sagt, ist so, ja, es gibt aber noch zwei Sachen, die ich nicht cool finde, aber darauf geht er nicht ein. Was auch schon wieder so ein bisschen, sind die Sachen wirklich da, wenn er nicht drauf eingeht? Weil gerade ist ja irgendwo eine öffentliche Diskussion losgetreten worden von ihr. Also finde ich auch, dass er öffentlich zurückdiskutieren kann. Aber er sagt, er hält sich zurück, er geht darauf nicht ein. Was jetzt sein könnte mit, er will jetzt weiteres Unnötiges halt hin und her vermeiden. Oder es gibt diese ein, zwei Sachen nicht, von denen er redet. Wisst ihr, wie ich meine, liebe Freunde? Ganz, ganz schwieriges Thema. Die Story direkt danach mit Abwarten und Chai trinken, verstehe ich auch nicht. Also das ist halt jetzt unterschwellig auch, denken jetzt die Zuschauer, unterschwellig so, hä, warum abwarten? Kommt vielleicht noch irgendwas ans Licht? Was uns Mitch Apfelmus nicht gesagt hat. So, das ist so, wie ich als Zuschauer denken würde. Und das ist halt wieder so unnötig nach so einer Story, dann so mit so einem bösen Blick in die Kamera abwarten und Chai trinken. Weiß nicht, Leute, daran merkt man so ein bisschen, wie Menschen ticken. Wenn es gerade um ein ernstes Thema geht, um eine Person, die man geliebt hat, mit der man zusammen war, was weiß ich. Und dann so, ja, jedem das Seine, jeder wie er mag. Meins ist es nicht, ne? Aber... Das war's mit der Insta-News. Ich hoffe, es hat euch gefallen, liebe Freunde. Ihr dürft gerne auf Instagram vorbeischauen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und jetzt sitzt hier durchs ganze Bild diese komischen Dinger. Denn auf Instagram werden alle paar Tage mal Gutscheine verlost für euch. Einfach in der Story, also für alle, die aktiv sind. Schnell einschalten, schnell in die Story gucken. Die können sich auf jeden Fall ein paar Vorteile gönnen, indem sie Gutscheine gewinnen, liebe Freunde. Es hat schon einige von euch gewonnen. 40, 50 Euro Gutscheine. Schaut vorbei. Und wir sehen uns dort. Haut rein. Ciao. Guck, ich tanze tropisch. Guck, ich tanze tropisch. Guck, ich tanze tropisch. Ja, der Pegel utopisch. Guck, ich tanze tropisch.